Jo, jo, jo. Ja, hier ist euer Lord-Titan alias Sven Duncan und ja, einige kennen mich SC eben schon seit 2008, seitdem ich da bin. Andere kennen mich nicht oder auch kürzer, so vom Sehen mal. Es geht eben darum, dass ich eben jetzt wieder neu da bin, seit 2018. Und ja, hoffe, dass sich einiges getan hat, dass man da humaner und sozialer miteinander auskommen kann. Ja, zu meiner Zeit eben, ich weiß nicht, das war glaube ich 2016 war das. Wie gesagt, 2008 habe ich angefangen, gut knapp 8 Jahre habe ich gebaut, designt und auch Geld investiert, eben in diese Plattform, weil ich sie interessant, gut fand und eben dafür auch praktisch fand, dass man eben wirklich kreativ und sozial sich einbringen kann. Wurde auch mit Bayer Maske vorgeschlagen und etc. Eben als Ringdesigner und so weiter. Weil zu meiner Zeit damals, als ich angefangen habe, das war jetzt glaube ich 2012 oder so, keine Ahnung, steht schon ein bisschen länger her. Da hatte ich eben Talent dazu, etwas genau und fertig zu machen und habe auch 4 Stunden für so einen Ring gebraucht. Wo andere sagen, ach, das macht man doch in 10 Minuten, ja, aber denen entsprechend sieht es dann auch aus, ja. Also wenn man keine Vorlage hat. Sieht es krumm aus, schief, oder das passt von unten her nicht richtig aufeinander und ist nicht übergängig. Und etc. Ich meine, Designer, die sich ein bisschen auskennen, die wissen, wovon ich rede. Ja, also, wenn man sich ein bisschen Zeit nimmt für seine Designs und für seinen Bau, ja, dann kann man auch vernünftig Treppen bauen oder Fahrstühle oder etc. Darum geht es gar nicht. Es geht eben darum, um das Verhalten. Und eben 2016 wurde arg gegen mich gehetzt, auch mit rechten Parolen, mit ja, rechtsradikalen Ansprüchen. Es wurde stark mit Hass und Gewalt gegen mich agiert, gegen meine Person, von denen ich auch Screens habe. Ja, wo immer wieder auch reingetreten wurde. Eben auch meine Behinderung wurde in den Dreck gezogen. Ich hoffe, wie gesagt, dass sich SC jetzt humanisiert hat, dass es sozialer ist und menschlicher. Weil ich wurde aufgrund der Hetze dann gebannt, weil ich reagiert habe, was mein gutes Recht ist, was ich bis heute an als mein gutes Recht auch sehe und verstehe, zu reagieren, wenn man sinnlos angegriffen wird. Ich reagiere hart, ja. Aber ich bin auch nicht der Typ, der sagt, ich muss irgendwas mit Wattebällchen beschmeißen, wenn es mich ja anpisst und in die Fresse hauen will. So. Ich weiß, dass ich eben eingeschränkt bin und dass ich trotz meiner Einschränkungen dennoch was leisten kann. Und das, was ich leisten kann, gebe ich dann auch gerne. Ich werde jetzt erstmal in der SC weiterhin als Grünling rumlaufen, werde nicht großartig Finanzen reinstecken, weil ich erstmal gucke, was ich aufbauen kann. Vielleicht mal wieder irgendwann, wenn es meine Gesundheit soweit, ja, geistig, seelischer und physischer Zustand, dass ich eben ein bisschen was baue. Wie gesagt, ich bin 90% schwerbehindert und eben ist das kein Spaß oder so, sondern ich bin eingeschränkt und habe eben auch mit sowas denn meinen, ja, Kampf, ja, wenn ich, ja, dennoch lasse ich mir das nicht nehmen. Dennoch wünsche ich euch allen einen schönen Tag und hoffe, dass ihr sozial und human mir entgegenkommt, ja, und nicht mit Hass und Gewalt, mit blinden Attitüden oder Recht mit Haha zu grüßen oder 88 oder sonst ein Scheiß. Ja, weil sonst haben wir ein Problem, weil ich bin Reaktionstyp. Ich lasse auch nicht so eine Scheiße auf mir sitzen. Ja, und ich kann zu mir stehen, ich kann zu meinem Wort stehen und ich kann zu meiner Person stehen. Eben auch zu meiner Einschränkung und Behinderung kann ich stehen. Na, deswegen bin ich noch ein menschliches Lebewesen und habe meine Rechte und auch meine Freiheiten und ich habe auch das Recht zu reagieren. Ja, und das haben einige dabei SC nicht verstanden, auch nicht bei der, ja, Mitbesatzung, sag ich mal so. Ich bin ausgewichen auf Redline City, habe da gebaut, seitdem ich gebannt wurde auf SC. Währenddessen hat sich so ein Real-Lord dort eingeschlichen und hat dort Hetze weitergeführt. Ich sag ja, daran könnt ihr es ja sehen.
Dieser Reallord will seine Machenschaften aufdecken, hat er groß in seinem Profil geschrieben. Ich habe keine Machenschaften, ich habe nur ein kreatives und soziales Anliegen auf solchen Plattformen. Eben, dass ich mit Menschen kommunizieren kann, mich austauschen kann. Dass ich eben designen kann, bauen kann und kreativ mich einbringen kann, auch mit neuen Ideen. Das hatte ich auch. Ich hatte ganze Märkte gebaut, Freimärkte, Passagen, Clubs etc. Er hatte auch in Clubs mitgewirkt und so weiter. Und ich glaube einfach, es ist Neid, ja. Es ist einfach Neid, dass jemand was leistet und was aufbaut und was erbringen kann. Ja, und wo die Leute mit blinden Hass dann gegen agieren und das versuchen kaputt zu machen. Ja, und das ist schade und traurig. Gehört auch für mich eben nicht in so eine Plattform rein. Gehört für mich auch nicht bei Facebook, YouTube oder sonst wohin. Ja, aber auch nicht in eine Plattform wie Redline City oder wie Secret City. Ja, und ich werde weiterhin gerne bei Secret City bleiben, solange man eben menschlich und human mit mir umgeht und auch normal mit mir spricht. Und wenn man mit mir eben nur dumm kommt, dann kann ich eben auch nur dumm zurückkommen, ja. Dann kann ich auch eben nur reagieren. Ich lasse mich nicht auf das Niveau nieder, ja. Ich habe dort keinen mit 88 gegrüßt oder so eine Scheiße. Wie man es mit mir gemacht hat, ja, und ja. Es gab noch ganz andere Aussagen, es gab auch Lügen und Verdrehungen, die ich festgehalten habe. Die Screens habe ich bis heute. Und ich kann nur sagen, das ist ein Bullshit. Ja, es ist eine Menge Scheiße da passiert, aber die passiert eben auch real gegen behinderte Menschen, die passiert auch auf anderen Plattformen gegen behinderte Menschen. Und ich werde mich weiterhin dafür auch einbringen, dass ich eben sage, wir Behinderte haben unsere Rechte, wir haben unsere Freiheiten. Wir haben das Recht, eben auch als Menschen anerkannt zu werden und unsere Würde auch zu schützen. Ich habe das Recht, auch meine Würde zu schützen und zu reagieren. Und das muss auch SC kapieren, das müssen auch die Mitarbeiter kapieren, dass ich nicht derjenige bin, der agiert, der Aggression gegen andere hier reinbringt, sondern eben Aggressionen wurden unter anderem gegen mich gebracht, auch gegen andere, das habe ich mitgekriegt, aber auch gegen mich. Und ich bin nun einmal ein Typ, der reagiert, ja. Und das zu gutem Recht. So, und ich hoffe eben, dass es nicht wieder so eskaliert, dass sich dort eine blinde Masse, ja, rechtspopulistisch aufbaut und meint, es muss behinderte und eingeschränkte Menschen aus SC verhetzen, ja, bis diese dann gebannt werden mit der Aussage, es gibt zu viele Leute, die mit dir Probleme haben. Ja, das war so im Grunde die Aussage, da sind zu viele Leute, die haben Probleme mit dir. Deshalb bannen wir dich. Es wurde gar nicht eben entschieden, ob es richtig oder falsch war, ob ich der Aggressor war oder der Reaktionist, sagen wir mal so. Ich habe nur reagiert eben auf blinde Angriffe gegen meine Person, gegen meine Behinderung und bin wieder da. Ja. Und solange man mich lässt, bin ich dann auch da und ich hoffe eben, dass man sozial und menschlich mit mir umgeht. Wie ich auch mit anderen umgehen soll. Und wenn das halt nicht der Fall ist, dann wird es halt wieder knallen. Was ich eben hoffe, dass man das vermeiden kann. Ja. Aber da müssen auch mal die anderen sich an die Nase packen und mal aufhören, auf Behinderungen und Einschränkungen rumzuhacken, mit das als dumm darzustellen oder als krank darzustellen oder als ja, Tabletten schlucken und wie sonst was, damit man klarkommt oder auf welchem Planeten man wäre oder sowas. Das ist alles Humbug, ja. Alles Humbug, ja. Ihr müsst Behinderte akzeptieren. Behinderte gehören genauso mit ins Leben rein wie andere Menschen, wie auch eben alte, junge Menschen oder Menschen mit unterschiedlicher Hautfarbe, verschiedene Religionen oder verschiedene Herkunft. Und das Problem ist immer dieses Gegeneinander, ja, dieses blinde Gegeneinander. Und damit habe ich ein starkes Problem. Und das ist gerade eben rechte Attitüde auch, die dadurch begleitet wird und asoziales. Und damit habe ich ein echtes Problem, wenn sich Menschen asozial und rechts gegen anderes verhalten. Das ist ein Fehlverhalten, was ich für meine Person, ja, aus meinem Umkreis abwehre, sage ich so mal. Ich will es nicht sehen, ich will es nicht dulden, ich will es nicht akzeptieren. Ja. Weil rechtes und asoziales Verhalten hat weder was in der Realität noch in der virtuellen Plattform irgendwo
etwas verloren, ja, und es verstößt ganz klar gegen die Richtlinien, die auch eben SC hat oder andere Plattformen, Richtlinien im sozialen Netzwerk, die eben Community eigentlich haben. Und das wird immer verdreht, ja. Es wird dann immer geschaut, die Masse hat ein Problem, die Masse ist aber der Aggressor in dem Fall. Und ich als Einzelperson reagiere und wehre mich zu jedem Recht. Diese Aggression, diese Blinde und diese Gewalt, dieser Hass gegen meine Person, das ist falsch, das ist Fehlverhalten. Ja. Okay, lange genug geschnackt, ich will auch nicht tot schnacken. Ich wünsche euch nur alles Gute und dass, wenn man sich sieht, man gut klarkommt. Ja. Und ansonsten kann man ganz normal mit mir reden, man kann auch ganz normal mit mir eine Basis haben. Ja. Haben auch einige haben sich auch tierisch gefreut, dass ich wieder da bin, als sie mich jetzt gesehen haben als grüner Frosch, den ich da rumspringe. Gucken wir, was die Zeit bringt, ja. Ich hoffe eben, dass ich da bleiben kann, dass ich in Ruhe erstmal gucken kann, was ich tue und vielleicht mich wieder aufbaue. Ich habe auch eben vor, Redline City und SC dann zu verknüpfen. Bei den Redline City habe ich, wie gesagt, auch einiges aufgebaut. Das ist ja, denke ich, auch nicht gegen irgendwelche Regeln oder Verstöße, weil es ist ja beides eigentlich von derselben Urplattform, University oder wie das da heißt. Ja. Okay, genug gequatscht. Ich freue mich, wenn ich euch sehe. Ich bringe euch auch gerne Kaffee mit oder biete euch Kaffee an. Ja, Kekse und Kuchen zur Not auch, obwohl ich nicht so Kuchen habe. Aber Kekse habe ich auch da für die, die gerne mal was knabbern. Ja, wie gesagt, ich bin einfach nur ein Mensch, versuche menschlich mit Menschen klarzukommen. Der einzigste feine Unterschied ist eben, ich habe Einschränkungen, ich bin behindert und meistens, wenn Menschen das mitkriegen, müssen sie darauf rumreiten, darin rumstochern und ich frage mich, warum, warum kann man nicht einen Behinderten auch ganz normal als Menschen ansehen? Ein behinderter Mensch muss nicht dumm sein, muss auch nicht irgendwo faul sein oder muss nicht irgendwo krank sein, ja. Das muss bei euch mal in den Verstand rein, da oben. So, aber das ist eben eine globale Fehlbildung auch, ja, die wir haben. Globales Gegeneinander. Ist ja nicht nur in Deutschland so oder eben auf einer Plattform wie ESC, sondern guckt euch nur mal die Nachrichten an, wie viel blind gegeneinander schießt, ja. Und das muss nicht sein. Ja, und ich brauche den Scheiß nicht. Entschuldigung, weil ich das jetzt gesagt habe, aber ich brauche den Scheiß nicht. So, damit wünsche ich euch einen schönen Tag. Allen Mitarbeitern bei SC wünsche ich soweit einen angenehmen Arbeitstag oder Arbeitsverhältnis, dann, wenn sie es haben, wenn sie ihre Schicht antreten und sowas. Und hoffe alles Gute. Ich hoffe auch eben, dass ihr einen ruhigen Dienst habt und nicht eben wieder boykottiert mit irgendwelchen Sachen, was ich nicht alles Schlimmes tun würde, weil das ist Bullshit. Wenn mich jemand von der Seite dumm anpupt, pupe ich halt zurück. Mehr ist es nicht, ja. Und eben umso heftiger der Pup ist von den Leuten, die da irgendwo ihre Scheiße ablassen. Ja, umso extremer wird dann auch mein Puper. So, jetzt aber Schluss hier. Na, ich freue mich einfach, wenn ich mit sozialen, normalen Menschen mich austauschen kann und reden kann, schreiben kann, diskutieren kann. Und das ist auch Sinn und Zweck für mich in so einer Plattform. Neben dem Bauen und Design eben soziale Kontakte zu pflegen. Ja. Wer es anders sieht, ja, keine Ahnung, dann macht doch auch mal einen Beitrag hier und steht zu eurer Meinung und eurem Wort. Gebt doch mal einfach Klartext, was ihr wollt auf einer Plattform. Ja. Wollt ihr da Hass, Gewalt und Vorurteile sinnlos verbreiten gegen anderes? Oder ja, man kann es halt nicht verstehen, was wollen diese Leute da? Peace, euer Lord Titan alias Sven Dank.